Habt ihr gesagt Postapokalypse? Habt ihr gesagt Dinosaurier? Habt ihr gesagt Piraten? What the fuck? Count me in! Jawohl! Die Ulaya Chronicles Raptor Claw Island. Nachdem mir ein User meiner kleinen Community, und zwar der Dawn's Fist, immer mal wieder von The Drowned Earth berichtet hat, habe ich dieses hier gesehen. Es ist sozusagen ein Schwestersystem zu The Drowned Earth in dieser großen Geschichte, in diesem großen Narrativum. Und nach Anfrage habe ich leider nur noch das Press-Kit bekommen und kein Preview-Material in haptischer Form, aber ich kann euch hier diese schönen Artworks und ein paar Bilder zeigen und auch was dazu sagen. Ulaya Chronicles soll ein Abenteuer-Kampagnenspiel werden für 1 bis 4 Spieler, das gegen das Spiel gespielt wird. Für mich wirkt das Ganze wie ein Hybrid aus, weiß ich nicht, Brettspiel aufgrund der Startmaterialien, Dungeon Crawler, aber auch so ein bisschen Miniature Wargame, weil man das dann natürlich mit Gelände und diversen Miniaturen noch pimpen kann. Das Ganze ist als Solo und als Koop möglich und es gibt auf jeden Fall diverse Charaktere, die im Laufe dieser Geschichte auch noch sich aufleveln können. Und das Ganze ist ganz cool, weil es mit einem Kartensystem funktioniert, um die Gegner zu bedienen. Das heißt, man gerät nicht in die Gefahr, dass man vielleicht Creeps Dinge machen lässt, die sie sonst nicht machen würden, weil sie dann nicht so hart gegen den Spieler spielen, falls ihr versteht, wie ich meine. Aber gucken wir uns jetzt erstmal das an, was ich hier habe. Wir haben zum Beispiel hier so ein wunderbares Artwork von so einem Schiff. Drowned Earth, alles überschwemmt, Ruinen der Zivilisation, Dschungel überwuchert, im Hintergrund ein bisschen. Gefällt mir richtig, richtig gut vom Artstyle. Und ich glaube, wenn das Spiel weiter so macht und auch die Miniaturen so bemalt sind, ist es was für mich. Ja, also da hoffe ich tatsächlich, dass ich, nachdem ich auf die Liste gesetzt wurde, noch ein Preview-Exemplar bald bekomme und mir das nochmal etwas genauer für euch, mit euch angucken kann. Wir haben hier auch so ein Artwork, was mich mega, mega an Jurassic Park erinnert. Allerdings an die alten, also die Standardfilme, also die von damals. Jurassic Park, der erste. Nicht diese New Age Neuverfilmung. Alles in so einem pastelligen, leicht aquarelligen Look. Gefällt mir richtig gut hier mit diesem. Ist das ein Raptor? Ich bin mir unsicher, wie genau das Ding jetzt nochmal heißt. Was dann da an dem Fluss den Jäger überrascht. Auch die Zeichnung, der Schuppen, sehr schön. Sehr schön. Also ich bin ein Fan von solchen Artworks und dementsprechend auch hier die beiden Sinoraptor und Utahraptor, glaube ich, ist es. Richtig schön gemacht. Gefällt mir auch, dass hier aufgegriffen wird, dass ein Raptor Federn hat, was ja wohl wissenschaftlichen Erkenntnissen zugrunde der neueste heiße Scheiß ist. Gefällt mir richtig gut auch dieses Farbenfrohe, dass man das so ein bisschen aufgreift von der Vogelwelt. Dass ein prächtiges Farbenkleid zur Balz genutzt wird oder aber auch um Feinde fernzuhalten. Hier schön aufgegriffen in Artworks. Gefällt mir mega gut. Also das Setting, dieses Feeling, was man bekommt hier drin, ist meins. Auch hier nochmal dieses riesengroße Inselstück, dieses Archipel in der Mitte. Eine Ruine im Wasser. Ihr habt Flugsaurier hier im Hintergrund noch eine Insel ganz weit weg. That's my style. Ja, das, also, wenn ich Miniaturen habhaft werden kann, dazu werde ich sie, glaube ich, auch in so einem leicht aquarelligen Stil, pastelligen Stil bemalen und diesen Artstyle, von den Artworks einfach nochmal aufgreifen wollen. Hier haben wir jetzt ein Bild. Das ist die Box Ulaya Chronicle Raptor Claw Island mit dem Content, der in der Kickstarter-Version drin ist. Ihr habt eine Spielmatte, die sehen wir später auch nochmal etwas genauer. Die hat Festland, bzw. Fluss dazwischen, auf der anderen Seite nochmal ein Ufer. Die hat sehr viel 2D-Terrain, Pappmarker und Aufsteller für die Charaktere und für die Monster. Was natürlich den Preis drücken soll, wie mir in diesem Pressekit mitgeteilt wurde, um natürlich das Ding so preiswert wie möglich an den Markt zu bringen. Ihr habt sehr viele Karten für eure Charaktere, für die Monster, ein Deck, was auch die Encounter dann steuert, ein Regelwerk ist dabei,
von dem aus, was drin ist, richtig gut ausgestattet, um direkt loszulegen. So ungefähr, wie ich es bei einem Brettspiel kenne. Ich kaufe mir eine Box Brettspiel, mache die auf und es ist alles drin, was ich brauche. Und es ist auch ein erstes Szenario. Und dann dieser Stil Brettspiel, der auch noch mit weiteren Szenarien erweitert werden kann, mit zusätzlichen Monstern und so. Vom Vibe her ist es genau das, was ich da erwarten würde tatsächlich. Und hier haben wir tatsächlich dann auch so ein paar Karten. Das sind einmal die von den Dilofo-Viechern und von dem Utahraptor. Verschiedene Aktionen, die diese machen. Zum Beispiel der Dilofo macht eine Attacke auf 8 Zoll und dann bewegt er sich 6 Zoll. Oder ganz rechts auf der Seite die Karte. Er bewegt sich 7 Zoll, dann macht er eine Attacke und bewegt sich nochmal. Das sind dann so, ich glaube, diese Decks werden random gemischt und dann hat man zusätzlich zufällige Aktionen, die durchgeführt werden können, damit das auch nicht so vorhersehbar ist. Von wegen liegt die, dann die, dann die, dann die Karte, wenn man das Szenario zusammenstellt. Und dann weiß man schon, in welcher Reihenfolge die Gegner aktiviert werden. Und auch hier, obwohl es noch Prototypen sind auf dem Hintergrund der Karte, auch diese schönen Artworks noch teilweise drauf. I love it. I love it. Die sind auch nicht so überladen mit irgendwelchen Sachen, sondern es steht ganz klar drauf, was passiert. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen, wie zum Beispiel Imperial Assault, wo auch man natürlich sagen muss, dass der Designer Henning Ludvigsen, der auch daran beteiligt war, Imperial Assault, sowas wie Descent und Mansion of Madness, dass er auch hier dran beteiligt ist und man das tatsächlich auch dann einfach, man erkennt es ein Stück weit, ja. Also man erkennt einen Artstyle, der gefällt mir. Hier haben wir nochmal die Karte in Groß. Das ist die Dilo Action. Nochmal ganz klar 8 Zoll Fernkampfattacke auf ein sichtbares Ziel. Dann irgendwas, die Attacke macht dann Sander 1. Das ist so eine Regelsache. Kann ich noch nichts sagen, weil ich noch keinen Einblick auf die Regeln hatte. Dann bewegt er sich 6 Zoll away from visible, also weg von Sehbaren und stoppt, wenn er nicht mehr gesehen wird. Also er bewegt sich irgendwo hinter Deckung. Das ist ganz schön tatsächlich aufgemacht. Das ist so what if. Wenn das, dann das. Gefällt mir. Und hier haben wir die eben erwähnten Aufsteller, die im Grundspiel drin sind. Wir haben links die Dilos. Wir haben rechts die Utah, die größeren. Mittig dahinter sind die Sinoraptor. Und da ganz hinter ist der... Oh, wie heißt das Viech? Ich glaube Baryonyx. Ich bin mir unsicher gerade. Das sind die Aufsteller, die mitkommen, alle mit einem ordentlichen Standfuß, die natürlich dann auch hinterher ergänzt werden durch andere Modelle. Wir haben hier noch ein paar Bilder für Helden und wir haben hier die ersten Modelle, die jetzt noch veröffentlicht wurden, denn das ganze Ding ist natürlich, was ich am Anfang hätte sagen sollen, auf Kickstarter seit dem 5. Mai und das Ding ist schon funded und jetzt geht es an die Stretch Goals. Bis Anfang Juni könnt ihr noch dran mitbaggen. Und hier ist zum Beispiel die Sinoraptor als Miniatur. Finde ich richtig schön mit dem Fell, mit den Federn, also diese Mischung daraus. I like. Also da bin ich tatsächlich richtig Fan von diesen Modellen. Auch hier nochmal dieses Modell. Das ist jetzt, soweit ich das verstehe, eins von The Drowned Earth, was es schon gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hier haben wir dann die Korsaren oder auch teilweise Helden, die dann als Miniatur dazukommen mit einem möglichen weiteren Stretch Goal hinten mit Fragezeichen. Sehr schön auch detailliert. Ich denke, da kann man viel, viel geile Sachen mit der Farbe rausholen. Haben alle so einen gewissen Charakter und versprühen auch ein gewisses Flair tatsächlich. Hier haben wir nochmal ein Modell, was etwas größer dargestellt ist, was wahrscheinlich auch von The Drowned Earth kommt. So richtig im Überblick hatte ich das jetzt noch nicht. Hier haben wir dann nochmal das komplette Bild. Das sind die Miniaturen, die vorhin als Marker zu sehen waren. Sehen wir jetzt hier nochmal. Beziehungsweise, wir haben links die Dilophos, wir haben rechts die ganzen Sinoraptor, wir haben hinten das Modell, was theoretisch der Brachionyx sein könnte. Hier fehlt allerdings das Modell eines Utahraptor. Ob das noch dazu kommt, ob das einfach nur hier fehlt, ich weiß es nicht. Fällt mir nur gerade auf. Das ist nochmal die Map des Ganzen, die ihr eben zu sehen habt, auch mit so ein paar Zonen eingeteilt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist diese 3x4. Das ist aber auch nur das, was ich bis jetzt gesehen habe auf einem anderen Channel. Hier haben wir nochmal eins von diesen 2D-Geländestücken von einem abgestürzten Raumschiff, Flugschiff.
Da seht ihr, das ist das Geländestück 3B oder 38. Ich denke 3B. Und unten nochmal so kleine Marker. Was ist es? Der Baum gibt wahrscheinlich an, das ist Deckung. Das Rote ist, wenn man durchgehen möchte, muss man das und das aktivieren. Und was es in der Mitte heißt, weiß ich auch nicht genau. Bezüglich der Tatsache, dass ich die Regeln noch nicht habe, weil das alles nur das Pressekit ist und leider nicht die richtige Preview. Aufgrund von Corona sind nämlich nur sehr wenige Dinge an den Start gegangen. Und nur sehr wenige Leute haben diese dann auch bekommen. Und ja, das ist das, was ich zu Ulaya Chronicles Raptor Claw Island sagen kann aktuell. Es gefällt mir vom Artstyle und was ich auch schon gesehen habe, sehr gut. Schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch den Link zum Kickstarter einmal reingeschmissen. Da könnt ihr gerne mitbacken. Und es ist ein Link drin zum Beer and Bratzel Tabletop, also zum Tobi. Der hat tatsächlich eine dieser Preview-Exemplare ergattern können und hat auch schon mal das erste Szenario, zumindest an dem Punkt, wo ich das hier gerade einspreche, schon mal als Video für euch vorbereitet, wie das von den Regeln ungefähr sich abhandelt. Denn das erste Szenario ist eine Tutorial-Mission. Schaut da gerne rein. Schreibt ihm auch gerne übrigens, ich komme vom Dizzy gerade. Der hat mich auf dich aufmerksam gemacht. Würde mich freuen, das dann auch mitzubekommen. Denn support your German local community und guckt da auch gerne mal rein. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Schaut sonst auch in die Videobeschreibung für andere Links und guckt hier gerne auf dem Kanal weiter. Vorgeschlagene Videos werden jetzt hier eingeblendet, so wie ihr das kennt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Dizzyfinger. Keep on Wargaming.